Hi und herzlich willkommen zu einem zuckersüßen und vor allem super sommerlichen Geometrierätsel. Das Rätsel, wo es hier darum geht, den Spitzwinkel zu berechnen, hat mir so gut gefallen, dass es in die Auswahl gekommen ist und in meinem Rätselgeometrie-PDF gelandet ist. Schaut mal rein, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar habe ich euch den Weg dorthin verlinkt. Wir gucken uns jetzt aber erstmal dieses appetitliche Vanilleeis an in der Eiswaffel. Und wir schauen das nicht so an, wie wir Vanilleeis normalerweise anschauen, sondern wir gucken das mit unserem mittlerweile ja doch leicht verseuchten mathematischen Blick an. Und was sieht man da, wenn man relativ matheverseucht ist wie wir? Man sieht eine Kugel, beziehungsweise hier in 2D einen Kreis. Man sieht zwei Tangenten daran und man kann erkennen, dass wir da dieses Quadrat haben, welches perfekt vom Radius, also hier, die Seite in zwei gleich lange Teile geteilt bekommt. Das erkennt ihr, ne, an diesen beiden Doppelstrichlein, das amerikanische Zeichen für gleiche Länge. Ja, und mit diesen Informationen kann man jetzt tatsächlich den Spitzwinkel berechnen. Also, ich schreibe es mal hier rein, diesen Winkel, der da in der Spitze unserer Eistüte sitzt, ich sag mal Alpha, und den wir natürlich in der nicht mathematischen und in der matheverseuchten Ansicht erkennen können. Probiert's mal aus. Ich will euch eigentlich gar nichts verraten, weil ihr alle Tools habt, die ihr braucht, um dieses Rätsel zu lösen. Wie groß ist der Spitzwinkel? Wenn man die richtigen Schritte geht, ist es eine Sache von einer Minute. Und die Idee, der richtige Weg, den man da gehen muss, geht natürlich mal wieder über elegante Hilfslinien. Und die erste, die wir brauchen, ist eine Symmetrieachse. Die ziehen wir uns von der Spitze des Quadrates bis runter zur Spitze der Eistüte. So verläuft sie nämlich auch perfekt durch diese untere Spitze des Quadrates, die gleichzeitig Mittelpunkt unseres Kreises ist. Und von diesem Mittelpunkt des Kreises ziehen wir uns eine weitere Hilfslinie. Ihr könnt es euch schon denken, vom Mittelpunkt rüber zum Tangentialpunkt. Wir wissen nämlich, dass die Tangente an einen Kreis immer im 90-Grad-Winkel von diesem Radius auf den Tangentialpunkt getroffen wird. Also das hier ist ganz sicher ein rechter Winkel. So, und jetzt muss man sich konzentrieren. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir wissen, dass die pinke Linie, die ich eingezeichnet habe, genau dem Radius des Kreises entspricht. Und wir wissen auch, dass wir diesen Radius nicht nur an der Stelle finden, sondern auch bei dieser kleinen dunkel-lilanen Strecke und auch bei der anderen kleinen dunkel-lilanen Strecke, weil die ja durch diesen Doppelstrich als gleich lang markiert wurden. Also haben wir da ein rechtwinkliges Dreieck. Ich skizziere euch das mal kurz ab. Und dann haben wir eine tolle Idee. Nicht etwa Satz des Pythagoras, sondern Trigonometrie. Wenn wir nämlich wissen, dass hier der Radius und hier sozusagen zweimal der Radius ist, dann wissen wir ja auch, wenn wir diesen kleinen Winkel hier oben betrachten, ich mache uns den mal ein bisschen auffällig grün, dass wir den berechnen können über den Sinus. Denn die Seite gegenüber von diesem Winkel ist die Gegenkathete. Die lange Seite hier ist die Hypotenuse in diesem Dreieck zu dem grünen Winkel. Und dann wissen wir, dass Gegenkathete durch Hypotenuse dem Sinus von dem grünen Winkelchen da oben entspricht. Das heißt also bei uns, die Gegenkathete ist R, die Hypotenuse ist 2R. Das ist mein Sinus vom grünen Winkelchen und dementsprechend kann ich Sinus hoch minus 1, also die Umkehrfunktion vom Sinus nehmen und sagen, wenn ich da R durch 2R einsetze, kommt genau dieses grüne Winkelchen raus. Und R durch 2R kann ich natürlich jetzt kürzen, oben durch R, unten durch R
und dann bleibt er einfach ein halb in der Sinus hoch minus 1 Klammer stehen. Und das ist so ein Wert, den solltet ihr auswendig kennen. Da kommt nämlich raus genau 30 Grad für unser grünes Winkelchen. Und wenn wir jetzt wissen, dass das grüne Winkelchen 30 Grad ist, dann finden wir das natürlich auch hier in der Abbildung. Und wenn wir da jetzt wissen, dass da 30 Grad ist, dann wissen wir natürlich auch, rechtwinkliges Dreieck, unten 90 Grad, oben 30 Grad. Hier unten links bleiben also noch 60 Grad übrig, damit wir Winkelsumme 180 Grad bekommen. Merkt euch das auf jeden Fall mal, ne? Wenn die Hypotenuse doppelt so lang ist wie eine der Katheten, haben wir da immer ein rechtwinkliges Dreieck mit 90, 30, 60 Grad als Winkel. Und wir schauen uns jetzt dieses Dreieck hier an, was uns hervorragend zur Lösung für den Winkel Alpha führen wird. Wir wissen jetzt nämlich ziemlich viele Winkel daraus. Wir wissen, weil wir ja hier ein Quadrat haben, dass da oben ein 90-Grad-Winkel ansitzen muss. Und weil unsere Symmetrieachse den perfekt mittig trifft, haben wir diesen 90-Grad-Winkel hier oben in 45 Grad und 45 Grad zerlegt. Das heißt, unser pinkes Dreieck, das große, das uns jetzt zum Ziel führen wird, ist auf jeden Fall oben schon mal mit 45 Grad ausgestattet. An der rechten Seite wissen wir auch, wie groß der Winkel ist. Das ist nämlich natürlich wieder Eckwinkel vom Quadrat, also 90 Grad, plus die 30 Grad, die wir über unsere erste Idee Trigonometrie bekommen haben. Macht also hier in der Ecke schon mal 120 Grad. Und dann haben wir 45 Grad und 120 Grad. Und wir wissen, auch im pinken Dreieck wird Winkelsumme 180 Grad sein. 120 und 45 sind aber 165. Und damit bleibt uns für die Ecke unten natürlich nur noch der Rest übrig, also 15 Grad. Dann haben wir nämlich 45 plus 120 plus 15 Grad macht 180. Und diese 15 Grad sind aufgrund der Symmetrieachse, die ja hier diese Verlängerung darstellt, genau die Hälfte vom gesuchten Winkel Alpha. Und das heißt, unser Alpha muss jetzt natürlich das Doppelte davon sein, also 30 Grad. Und das ist das Rätsels Lösung gefunden mit einer ersten Idee zur Trigonometrie und einer zweiten Idee zur Winkelsumme in einem geeigneten Dreieck. Für mehr solche Aufgaben, wo man eigentlich gar nicht großartig rechnen, sondern nur argumentieren muss mit solchen kleinen cleveren Ideen, schaut mal hier rein. Und wenn ihr Lust habt, meine Arbeit hier zu honorieren, freue ich mich mega, wenn ihr mir ein Eis ausgebt. Einen PayPal-Spendenlink, den habe ich euch in die Videobeschreibung dazugepackt. Einen schönen Sommertag euch und bis ganz bald!